Ihr Lieben, es ist Juni und wir können endlich aussehen wieder. Ich habe im Mai nicht wirklich ausgesät, weil ich mich erst um meinen Gemüsegarten und um die ganzen Pflanzen gekümmert habe, also um die ganzen Jungpflanzen hier reinzubringen. Aber jetzt im Juni können wir noch einiges aussehen und auch Dinge nachsehen, die nicht so gut geklappt haben. Und deswegen habe ich meine Anzuchtplatten mal geholt und dann legen wir mal los mit der Aussaat für Juni. Also ich werde vor allem Kohl jetzt vorziehen, und zwar ganz bestimmte Kohl. Wir fangen jetzt an mit Spitzkohl. Das ist eine Sorte, die sehr schnell ist. Also ich glaube, um die 65 Tage braucht die. Ich glaube, ab Pflanzung aber. Die können wir jetzt super im Juni und Juli, August noch pflanzen. Das heißt, wir ziehen die jetzt mal im Juni vor, damit wir die dann auch noch pflanzen können. Die braucht ja ein bisschen, um hier groß zu werden. Und es gibt frühe Weißkohlsorten, zum Beispiel den Nagels Frühweiß. Das bedeutet, dass der nur 60 Tage braucht und den werden wir auch ziehen. Das ist ein schneller Weißkohl, den kann man jetzt noch anbauen. So, und beim Spitzkohlbeet passen bei mir 13 Spitzkohl rein. Ich gehe auf Nummer sicher und sehe jetzt ein bisschen mehr aus. Das ist schon komplett bestückt, aber jetzt ist wichtig, das einmal neu auszusehen, damit ich dann, wenn ich alle Spitzkohl geerntet habe, weil die muss man relativ zackig dann ernten bei der Sorte, innerhalb von einer Woche, wenn die reif ist. Und dann möchte ich direkt Jungpflanzen nachpflanzen. So, ich sehe jetzt in manchen auch zwei Samen rein. Hier kommt jetzt der Nagels Frühweiß rein. Und was man jetzt gut aussehen kann, ist ein später Blumenkohl. Ich habe hier einmal die Neckarperle und den Tabiro. Den kann man im Juli dann pflanzen. Das heißt, wir müssen den jetzt auf jeden Fall vorziehen im Juni. So, hier sehen wir jetzt den Blumenkohl Tabiro aus. Bei mir ist noch Mai. Ich sehe jetzt hier auch noch mal Rosenkohl aus, aber das ist schon super spät. Ich habe aber bei der April-Aussaat nichts kommen leider und deswegen sehen wir jetzt doch noch mal was aus. Also Rosenkohl könnt ihr im Juni nicht mehr aussehen. Ich sehe das jetzt auch aus, weil noch Mai ist und es ist schon ziemlich spät. Ich will aber noch mal welchen haben. Jetzt wird schön angegossen. So, ihr Lieben, weiter geht's mit der nächsten Platte. Also wir können jetzt auch noch Pak Choi aussehen. Den habe ich aber schon genug. Man könnte auch noch Würzingsorten, die man halt im Winter erntet, anbauen. Und Brokkoli geht auch noch, aber Brokkoli habe ich tatsächlich vorgezogen, deswegen brauche ich da jetzt nicht neuen. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit Grünkohl. Wenn du noch Grünkohl möchtest, kannst du den jetzt noch im Juni vorziehen, damit du auch Wintergemüse hast. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal welchen vorziehen. Ich habe bisher einen roten Grünkohl und jetzt will ich auch noch grünen Grünkohl vorziehen. Und da machen wir auch einfach mal eine Reihe hier. Wir sind noch immer beim Kohlgemüse. Und als letztes, was ich dort jetzt vorziehen werde, ist Kohlrabi. Ich habe zwei grüne Sorten, den Superschmelz und den Kohlrabi böhmischen Strunk. Und ich habe eine lila Sorte, den Azuster. Und von denen werden wir jetzt auch jeweils eine ganze Reihe hier aussehen. Ich schreibe immer total gerne drauf, was ich anbaue, dass ich danach das auch gut zuordnen kann. Und Kohlrabi muss auch 1 cm tief. Das ist halt ein Dunkelkeimer, also die ganzen Kohlgemüse müssen meist 1 bis 2 cm tief. Es gibt auch Lichtkeimer, die müssen drauf gestreuselt werden. Aber bei Kohl ist es einfach, dass man hier kleine Löcher macht und die dann aussieht. Ja, da nicht mal alle Samen keimen, mache ich gerne auch 2 Samen ins Loch, um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch in dem Töpfchen dann am Ende was wächst. Mit Kohlgemüse sind wir fertig. Beim Wurzelgemüse könnte man jetzt Frühlingszwiebeln noch vorziehen, also Zwiebelgemüse. Das werde ich aber jetzt nicht mehr machen, da habe ich wirklich genug. Und bei der Vorzucht kann man jetzt auch noch super Gurken vorziehen. Ich werde das machen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug habe. Also ich mache es jetzt noch nicht. Aber wenn ich noch welche brauche, werde ich die nochmal vorziehen. Das heißt, beim Fruchtgemüse können wir jetzt also in der Voranzucht Zucchini oder auch Gurke machen. Und im Freiland funktioniert da auch einiges. Wir können im Freiland die Zuckererbse anbauen, Bohnen, Kürbis und auch Zuckermais. Ich habe schon genug Kürbispflanzen. Wenn jetzt die Kürbispflanzen aber von Schnecken gegessen werden oder irgendwas anderes damit passiert, dann werde ich jetzt nochmal im Juni nachsehen, aber nur, wenn ich es brauche. Ja, und dann sind wir angekommen beim Blattgemüse und dort kann man jetzt auch noch Basilikum aussehen. Und ich habe hier eine besondere Sorte, also ich habe genug Grünbasilikum, also so einen großblättrigen, aber ich habe hier noch ein Limonbasilikum und den würde ich gerne noch ein bisschen mehr haben, da werde ich auch nochmal gleich was aussehen. Ja, und in der Voranzucht kann man jetzt super Knollenfenchel noch vorziehen und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ich habe einmal den Fino und den
9 Fenchel German Moose Perfection. Der kommt auch 1 cm tief. So, Knallfenchel ist auch ausgesät. Und jetzt habe ich noch was Besonderes, und zwar Rhabarber. Den kann man auch direkt aussehen im Mai, im Juni oder auch vorziehen im März und April. Ich werde halt nächstes Jahr die Pflanzen haben, also ich pflanze die auch noch irgendwann später in diesem Jahr. Ich werde jetzt nochmal welche aussehen. Rhabarber ist ein Lichtkeimer, das heißt, der muss jetzt hier nur draufgelegt werden. Rhabarber hat auch so richtig coole, große Samen. Ich habe schon mal auf welchen ausgesät und ich finde es echt spannend, dass man den wirklich nur drauflegt und ein bisschen andrückt. Und dann wächst er da auch schön raus. Rhabarber ist auch fertig. Dann wie immer auch gut angießen. Ja, und was ihr jetzt auch noch super aussehen könnt, ist natürlich Salat. Ich habe super viele Salatsorten hier. Gehen da jetzt eigentlich sehr viele Sorten. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass es chancefeste Sorten sind, also Sommersorten. So, jetzt sehen wir noch Limonbasilikum aus. Und Limonbasilikum ist, oder Basilikum ist generell ein Lichtkeimer, das heißt, der wird nur drauf gestreuselt. Und wir gießen auch davor an. Dann streuen wir hier mal die Samen drauf. Und in diese Platte möchte ich jetzt meinen ganzen Salat reinsehen. So, wir haben jetzt hier 7 Lücken und ich habe 7 Salate, die ich aussehen möchte. Ganz wichtig ist bei Salat, Salat ist ein Lichtkeimer. Der darf auch nur drauf gestreuselt werden. Und deswegen gießen wir auch vorher an, damit die hier schön nass sind, wenn die Samen dann raufkommen. Salat mag ich gerne auch ein bisschen kühler. Und die nächsten Tage sind hier ein ganz bisschen kühler, deswegen ist es perfekt, jetzt Salat vorzuziehen. Also eigentlich mal diese 15 Grad, ich stelle die auch in Schatten. Ich schreibe jetzt erstmal die ganzen Sorten auf. Ich habe mehrere Kopfsalate. Wir haben einmal den Luzinde, den Pirat und den Summertime. Das sind alles super Sommersorten, die wir jetzt anbauen können. Und wie gesagt, der muss dann drauf gestreuselt werden. Ich mache hier pro Pot 2 Samen, um sicher zu gehen, dass es keimt. Wenn dann einer nicht keimt, dann ist nicht so schlimm. Und deswegen machen wir 2 drauf. Und wichtig ist, das hoch genug zu stellen. Diese kleinen Samen, wenn da diese Pflanzen rauskommen, die Schnecken lieben das. Und wenn du denkst, dass da nichts keimt, kann es sein, dass da nachts vielleicht eine Schnecke drauf war. Und deswegen stelle ich die auch schön hoch auf den Tisch und gucke da auch immer, dass da keine Schnecken hingehen, weil meine letzte Platte wurde komplett aufgegessen. Ja, dann macht das Ganze nicht so Sinn. Dann haben wir Eissalat. Ich habe noch keinen einzigen hinbekommen. Die Schnecken haben den alle im Haufen gegessen, wo der noch ganz klein war. Ich hatte den aber auch blöd hingestellt. Und ich hoffe, dass ich es jetzt mal hinkriege. Ich würde so gerne Eissalat haben. Dann sehen wir noch 2 Rötliche aus. Einmal den Eichblattsalat Rubinett und einmal den Batavia-Salat Saragossa. Das sind 2 ein bisschen rötlichere Sorten. Und als letztes habe ich einen Romana-Salat, den Little Gem. Da freue ich mich schon sehr drauf. Den habe ich geschenkt bekommen, das Saatgut. Und ja, den sehen wir jetzt hier auch mal aus. So, ihr Lieben, jetzt sind die Salate auch ausgesät. Wir haben hier noch Basilikum gerade ausgesät. Und ich freue mich jetzt riesig, dass die Voranzucht für Juni jetzt schon fertig ist. Alles, was jetzt nicht keimt, also wenn da keine Probleme sind oder Schnecken kommen oder irgendwas passiert, dann sehe ich das immer gerne nach. Weil man hat bei manchen Dingen jetzt auch nur noch kurz den Moment, vor allem bei den Kohlsachen oder so, und deswegen da bin ich dann vorsichtig und sehe direkt wieder nach und deswegen schaue, wie es keimt, wie die Pflanzen anwachsen und überall, wo nichts kommt, einfach nachsehen, in den Topf rein und dann hast du auf jeden Fall sicher dort etwas. Ja, und im Freiland können wir auch super viel aussehen. Ein paar Sachen davon werde ich nicht machen, aber man kann jetzt rote Beete aussehen. Möhre, das habe ich schon gemacht im Mai, da habe ich eine größere Fuhre, deswegen sehe ich da jetzt auch im Juni erstmal nichts aus. Für Pastinake könnt ihr, ist jetzt noch der letzte Moment, dass ihr aussehen könnt, oder auch Petersilienwurzel. Und auch so Pflanzen wie Radieschen, Rettich und Steckrüben, die gehen jetzt auch noch super. Das sind alles Wurzelgemüse, die ich gerade genannt habe. Und beim Blattgemüse könnt ihr jetzt auch noch Asiasalat aussehen, Dill, Kresse, Koriander, Mangold, Petersilie, Portulak und Rucola. Ich habe vieles davon schon einfach in Ruhe ausgesät, immer wenn ich das Beet mache. Ich mag das dann gerne einfach aussehen und ja, also im Freiland geht auf jeden Fall auch einiges. Und ja, wenn ihr das immer ganz genau wissen wollt, schaut gerne auf meinen Shop selinatur.de vorbei. Da bekommt ihr meinen Gemüseaussaatkalender. Dort seht ihr für jeden Monat ganz genau,
was es dort so aussehen gibt. Also ihr könnt für jeden Monat genau sehen, was ihr tun könnt, also was es im Freiland zu tun gibt, in der Voranzucht und auch beim Pflanzen, und könnt ihr das rauspicken, was ihr gerne möchtet. Hier sind 65 Gemüse drin enthalten und mir hilft auf jeden Fall der Aussaatkalender sehr, um meine ganze Anzucht gut zu planen. Ich hoffe sehr, euch hat mein Video zur Aussaat für den Juni gefallen und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Juni-Aussaat und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich sehr über dein Abo.